Herr Habeck, Sie haben in den vergangenen Wochen, auch wir haben hier in der Sendung darüber gesprochen, immer wieder auch mit Begriffen gewarnt vor dem, was da kommen könnte, vor Szenarien gewarnt. Die hatten es wirklich in sich. Da ist der Begriff Massenarbeitslosigkeit gefallen. Ich hatte das Gefühl, es geht Ihnen eigentlich, es geht nicht um die Frage, sozusagen den Satz von Joachim Gauck, frieren für die Freiheit. Ja, da ziehen wir einfach noch mal 2, 3 Pullis mehr an und dann ist schon gut und irgendwie halten wir das aus. Sondern es geht um etwas ganz, ganz anderes. Sie haben offensichtlich die Sorge, dass wirklich der industrielle Kern des Landes getroffen wird, dass deutscher Wohlstand unwiderruflich zerstört wird. Wie und wann könnte es dazu kommen? Was ist sozusagen das Szenario, das Sie vor Augen haben? Gleich, Herr Lanz, ich gehe gleich darauf ein. Ich möchte nur einen Kommentar noch gerne loswerden, weil ich das jetzt zunehmend lese in Zeitungen und in Berichterstattungen und der Begriff eben viel Dilemma. Und das halte ich für nicht richtig. Richtig ist, es sind schwierige Entscheidungen, es sind schwierige Zeiten und jede Leichtigkeit ist aus der Politik verschwunden, wenn es sie denn jemals gegeben hat. Aber ein Dilemma ist es nicht. Ein Dilemma wäre es nur, wenn man nicht wüsste, was man tun kann oder tun soll. Und so ist es nicht. Ich denke, Deutschland, der Westen, wenn ich so reden darf, Europa, die USA, aber auch diese Regierung, ich würde sagen, dieses Land hat einen völlig klaren Kurs. Wir müssen solidarisch mit der Ukraine sein. Wir müssen alles tun, was in unserer Kraft steht, den Krieg zu beenden. Wir müssen es so tun, dass wir die Maßnahmen lange durchhalten können, dass wir uns nicht selber stärker schwächen, als die Maßnahmen Putin schwächen. Und so agieren wir. Das heißt, dass man abgewogen, gut vorbereitet, konzentriert entscheiden muss und nicht alles, weil man sich gerade so heute fühlt, über die Bordsteinkante wirft und sagt, so, das müssen wir jetzt machen wir es einfach mal. So ging es mir halt heute. Das heißt es natürlich nicht. Aber es ist kein Dilemma. Es heißt, dass wir bereit sind, diese Entscheidungen zu treffen. Und so erlebe ich auch die Diskussion in Deutschland. Wir haben 7% Inflation. Das kann auch noch höher werden. Die Unternehmen haben extrem hohe Preise. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen hohe Preise bezahlen. Ich habe noch kein Unternehmen, keine Unternehmerin getroffen, die gesagt hat, hört doch mal auf bitte mit den Sanktionen. Mir ist noch kein Bürger begegnet, der gesagt hat, das ist falsch, was ihr da macht. Verbündet euch doch mit Russland und lasst die Ukraine mal sterben. Noch keine Stimme ist in der Hinsicht gekommen. Es ist überhaupt nicht vergleichbar beispielsweise mit Corona. Die Leute wollen natürlich wissen, wie geht's weiter? Wer trägt die Last? Wie schafft man Entlastung? Aber dass wir einen Preis zahlen als Land, als Volkswirtschaft, ist völlig, völlig klar. Der kann auch nicht genommen werden. Es hat einen Preis, es kostet uns etwas, es kostet uns Wohlstand. Die Frage ist, wie wir die Kosten gerecht organisieren. Aber zu null kommen wir nicht raus. Und ich glaube, das wissen auch alle. Und wir wussten es vorher. Und wir wussten, als wir gesagt haben, wir stellen uns an die Seite der Ukraine, dass das nicht ein Spiel ist und zu Nullkosten da ist. So, das will ich einmal sagen. Es ist kein Dilemma. Es geht um abgewogene Politik, aber es gibt eine völlig klare Entscheidungsrichtung und eine völlig klare, der Kompass ist geeicht. So, das will ich einmal loswerden. Jetzt zu Ihrer Frage oder wollen Sie nachhaken? Ja, ich würde gerne nachhaken. Ich sehe auch das Licht von Herrn Bröcker. Tatsächlich ja, weil die Definition eines Dilemmas ist für mich was anderes. Es geht natürlich schon um eine hochmoralische Frage. Wir treffen eine Entscheidung im Zweifel für den industriellen Kern dieses Landes. Mir ist klar, wenn ungefähr die Hälfte der Gaslieferungen zum Beispiel wegfällt, dann kann der Industriestandort Ludwigshafen, BASF, größtes Chemieunternehmen dieses Planeten, dann können die dicht machen. Und dann hat nicht nur Ludwigshafen ein Problem, dann hat auch das ganze Land ein Problem und viele Autozulieferer, Nahrungsmittelindustrie, alles, was da dran hängt, ist mir völlig klar. Zur selben Zeit aber regnen Ukrainerinnen und Ukrainern Bomben, Raketen und Granaten auf die Köpfe. Das ist das, worüber wir reden. Und wir machen uns Sorgen um die Wirtschaft. Und das ist ja das, was Selenskyj auch sagt. Das ist das, was ich von euch immer höre. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Aber wir sterben gerade. Und dieses moralische Dilemma, so nenne ich das jetzt ganz bewusst, das sehe ich ganz klar vor Augen. Und ich weiß nicht, wenn Sie sagen, der Kompass ist da klar geeicht. Ich weiß nicht, wie so eine Eichung aussehen soll. Herr Bröcker, wie sehen Sie das? Ganz kurz, bevor Herr Habeck antwortet. Ja, also Herr Habeck, wenn das kein Dilemma ist, einerseits zu sagen, Sie haben gerade wörtlich gesagt, wir unterstützen die Ukraine, wie es nur geht.
Das tun sie natürlich eben nicht, wenn sie auf die 1 Milliarde Euro des Westens pro Tag verzichten. Also wenn das kein Dilemma ist, und Sie haben es ja gerade gesagt, die Menschen sterben, die Bilder von Mariupol sind unerträglich, also müssten wir natürlich theoretisch sagen, wenn die Freiheit uns was kosten darf, wenn es im Zweifel immer für die Freiheit gilt, dann würden wir auch das Gasembargo machen müssen. Die Spitze des Eisbergs ist ja dann, Putin stellt das Gas ab, wir haben es nie gemacht, weil wir das Embargo nicht wollten und müssen dann trotzdem die ganzen Eventualitäten und Alternativen ja hinkriegen, von denen Sie eben sprechen, dann ist natürlich eine berechtigte Frage, ob wir es nicht dann ohnehin proaktiv machen, klares Zeichen setzen und Ihre ganzen Maßnahmen dann vielleicht ja ohnehin kommen müssen, wenn es Putin macht. Wenn das kein Dilemma ist, Sie sind der Sprachwissenschaftler, ich nicht, aber mir fällt da kein anderer Begriff zu ein. Oder ist es vielleicht so, Herr Habeck, dass Nein, Sie sagen... Nein, es ist kein Dilemma. Ja, Entschuldigung, es ist kein Dilemma, okay? Führen Sie es bitte einmal aus. Nein, es ist eine harte, kluge, strategische Entscheidung. Warum ist das so? Weil wir beispielsweise vor ein paar Tagen, ich glaube, es ist jetzt 1,5 Wochen her, das ukrainische Stromnetz beispielsweise angeschlossen haben an das europäische Stromnetz. Das war die Bitte der Ukrainer. Der Sinn ist, dass das europäische Stromnetz, das ukrainische Stromnetz gegen Ausfälle stabilisiert. Dafür muss es natürlich stabil laufen. Die logische Konsequenz ist, dass wir die Versorgungssicherheit jetzt auch für die Ukraine garantieren mit den Mitteln, die wir haben. Es gibt mehrfach Anfragen, dass wir die ukrainische Bevölkerung mit Rohstoffen ebenfalls versorgen. Dafür müssen wir intakte Infrastrukturen haben. Ich habe heute noch einmal eine ukrainische Delegation getroffen, die sich nach Rüstungsgegenständen erkundigt hat, nach Rüstungsgütern erkundigt hat. Die müssen produziert werden. Also muss die Industrie laufen und in der Lage sein, Rüstung herzustellen. In der Regel ist das Stahl. Stahl braucht im Moment noch Kohle. Kohle kommt in Teilen eben auch aus Russland. Wenn wir kein Öl mehr raffinieren können, wenn wir keine industrielle Produktion mehr haben, dann bricht das Stromnetz oder wird das Stromnetz anfällig, dann können wir auch die Güter, die die Ukraine hat, nicht mehr liefern. Wir können natürlich auch als Volkswirtschaft nicht mehr so stark helfen. Das heißt also, wir müssen auch, und ich weiß, dass wenn man im Krieg steht, und das habe ich ja mit der Delegation und mehrfach auch mit dem Präsidenten oder dem Außenminister besprochen, wenn man im Krieg steht, dann klingt das wie Ausflucht. Aber es ist in der Tat das Kämpfen darum, dass wir die Ukraine sehr lange unterstützen können in den sehr konkreten Maßnahmen. Und das ist kein Dilemma. Es ist eine abgewogene, manchmal harte und eben nicht blütenrein weiße Position. Aber ein Dilemma im Sinne von beide Entscheidungen sind gleich schlecht. Dilemma heißt ja, egal wie ich mich entscheide, ist es gleich schlecht. Das ist es nicht. Es ist eine klare Priorisierung, was der richtige Weg ist. Und deswegen ist es kein Dilemma. Dilemma lässt einen aus meiner Sicht, ich habe jetzt den Begriff nicht nachgegoogelt, aber wenn dahinter so die totale Lethargie steht, ich weiß auch nicht, man kann es so machen, jeder moralische Maßstab ist verloren gegangen, alles ist gleich, andersrum wäre es genauso gut und ist eigentlich egal, ob wir uns bemühen, dem würde ich komplett widersprechen. Ich räume ein, dass die Entscheidungen nie blütenweiß sind, aber das sind sie ehrlicherweise niemals in der Politik. Der Gedanke, wir würden Entscheidungen in einer komplexen Welt immer nur vom hohen moralischen Ross aus treffen können, ist doch spätestens mit dem Angriff der Russen auf die Ukraine zerplatzt. Ich meine, Deutschland hat sich immer so aufgestellt, als würden wir alles besser machen, alles besser wissen. Und dann haben wir im Jahr der Krim-Annexion Nord Stream 2 genehmigt. Im Jahr danach haben wir Rosneft, die russische Ölkompanie, Teile von unserer Ölinfrastruktur übertragen. Im Jahr nach der Krim-Annexion. Die Ukrainer sagen, danke für die Waffen, aber warum liefert ihr die erst, wo jetzt unsere Leute sterben? Es wäre doch viel schlauer gewesen, die vorher zu liefern, dass möglicherweise, dass wir gar nicht angegriffen worden wären. Und wir können uns nur einreden, dass wir alles richtig machen, wenn wir von einem politischen Gedankenbild ausgehen, wo man immer auf der moralisch richtigen Seite steht. So ist es aber nicht. Und so, das sollten wir auch mal aufhören, uns einzureden. Ja. Und nur von dieser Position, es gab eine heile Welt, wir haben immer alles richtig gemacht, wäre das heute ein Dilemma. So ist es aber gar nicht. So war es davor nicht, so ist es auch nicht. Politik bedeutet, sich der Wirklichkeit zu stellen, sich die Hände schmutzig zu machen und nicht rumzujammern, dass die Hände schmutzig sind, wenn man mal zugepackt hat. Das ist interessant. Ich frage mich gerade, wie Sie das vor allen Dingen in Ihrer Partei erklären, weil die waren vor allen Dingen immer auf genau diesem hohen moralischen Ross unterwegs und haben der Welt erklärt, wie es genau nicht geht.
meine Partei ist froh, dass wir in der Regierung sind und diese harten Entscheidungen treffen. Und ich bin ja, ich wusste natürlich nicht, dass es Krieg gibt und ich will auch nicht im Krieg die Entscheidung treffen, weil ich keinen Krieg will. Aber dass man als Minister auch jetzt in meinem Ressort alleine beim Ausbau der Infrastruktur für die Energiewende schwierige Entscheidungen treffen würde, also sozusagen nach der Diktion dilematische Entscheidungen treffen müsste, also Windkraftanlagen, Veränderung der Landschaft, Stromtrassen bauen, um das Klima zu schützen. Das wusste ich ja vor. Ist aber auch kein Dilemma, denn diese Entscheidungen sind richtig. Es ist besser, das Klima zu schützen und dafür Windkraftanlagen zu bauen. Also wir müssen jetzt nicht gerade über den Begriff ewig lange rumstreiten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese innere Haltung, die sagt, wir wissen auch nicht, wo oben und unten ist und irgendwie die Regierung schwimmt und das Land hat den Kompass verloren, so ist es nicht. So ist es nicht für die Regierung und so ist es nicht für das Land. Es gibt eine große Entschlossenheit und eine Bereitschaft, glaube ich, eine kluge Bereitschaft der Menschen, abgewogene Entscheidungen zu fordern und mitzutragen. Und das ist das Gegenteil von einem Dilemma. Es ist die Wirklichkeit von Politik und gut, dass wir uns endlich stellen. Dann habe ich eine ganz konkrete Nachfrage, kommt mir gerade in den Kopf, Herr Habeck. Und zwar, weil Sie gerade gesagt haben, wir haben die Russen sogar beteiligt an Ölinfrastruktur. Das haben wir in der Tat getan. Es gibt ja zwei Raffinerien, eine in Leuna und die andere in Schwedt, in der Uckermark, interessanterweise, die russisches Öl verarbeiten. Ich habe gelernt im Laufe dieser Krise, nicht jede Raffinerie kann jedes Öl verarbeiten. Es gibt also Raffinerien, die sind spezialisiert auf russisches Öl. Und eine davon ist in Schwedt. Der Hauptanteilseigner dieser Raffinerie ist Rosneft. Aufsichtsratsvorsitzender, ein gewisser Gerd Schröder. 3 Tage vor Beginn dieses Krieges genehmigt das Kartellamt eine weitere Anteilsaufstockung für Rosneft an genau dieser Raffinerie. Wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir die zu? Ja, aber das ist nicht vollzogen. Es gab in dem Komplex um Schwedt herum gibt es verschiedene Anteilseigner und einige wollten ihre Anteile an Rosneft übertragen, was wirtschaftspolitisch erst einmal möglich ist. Rosneft ist ja nicht sanktioniert, also die Rechtsnorm, das zu dürfen, ist erst mal da. Aber natürlich haben Sie recht, das wäre absurd, das zu tun und das haben wir den Anteilsübertragern auch schon mitgeteilt, dass diese wirtschaftspolitisch nicht zu beanstandende Entscheidung politisch nicht vollzogen werden kann. Und das erwarten die auch gar nicht mehr. Aber Sie haben natürlich recht, das ist jetzt ein Problem. Denn wir versuchen ja, unabhängig von Öl zu werden. Das ist ja jetzt zurück vielleicht zu dem Thema der Sendung, wenn ich jetzt wie ein Moderator reden darf. Alles gut. Wir versuchen das ja. Wir machen es ja die ganze Zeit. Und das, bei Öl ist es so. Wir haben eine Abhängigkeit von, oder einen Import von russischem Öl von 35% in Deutschland. Ungefähr ein Drittel kommt über die Häfen des Westens. Ein Drittel kommt über Leuna, ein Drittel kommt über Schwedt. Die Häfen kann man vergleichsweise leicht ist hier nichts, aber vergleichsweise leicht verändern. Das sind Schiffsmengen, die angelandet werden. Das muss man umorganisieren. Da sind wir heißt da die Tankstellenbetreiber, die großen Ölkompanien, die Sie kennen, auf ganz gutem Weg. Leuna ebenso. Die Verträge sind schon teilweise gekündigt und umgestellt und teilweise sind sie dabei, sie umzustellen. Schwedt ist natürlich ein Problem, weil Rosnefts Geschäftsmodell natürlich ist, russisches Öl zu nehmen. Das ist die ganze Existenzberechtigung von dieser Raffinerie. Ja. Und wenn es Rosneft ist, da brauche ich gar nicht anrufen und zu sagen, ey, könnt ihr mir helfen, unabhängig von russischem Öl zu werden? Die nehmen den Hörer ja gar nicht ab. Die lachen mich ja aus. Also ja. Das ist eine komplexe Herausforderung. Vielleicht ist das ein Dilemma. Ja, genau. Aber es ist eine komplexe Herausforderung, die auch bearbeitet wird. Da kann ich aber heute Abend nicht weitergehen. Aber natürlich sind wir nicht bereit, das einfach so hinzunehmen. Okay, ist interessant. Ist einfach nur interessant, mal zu verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Und wenn man sozusagen in einem guten Gefühl, es ist ja erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit wir, das ist beeindruckend tatsächlich, also Komplimente auch an dem Punkt, wie schnell wir sozusagen von russischer Kohle und russischem Öl jetzt wegkommen. Das geht ja binnen Monaten, das ist wirklich erstaunlich. Aber trotzdem muss jemand, der irgendwo in Ostdeutschland sein Auto tankt, der kann davon ausgehen, dass da weiterhin natürlich russisches Öl drin ist. Das ist der ganze Punkt. Ich würde gerne noch einmal jetzt auf die Frage des Embargos. Anton Hofreiter, Ihnen bestens bekannt, Schluss mit Kohle, Gas und Öl aus Russland. Das wird bei Erdgas herausfordernd, aber es kann technisch abgefangen werden.
etwa durch Einsparmaßnahmen und so weiter. Ich habe mit vielen Wissenschaftlern und Praktikern gesprochen und die sagen, Gas aus Russland ist ersetzlich. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe solche Stimmen in der Wissenschaft gelesen. Sie haben es ja am Anfang auch angesprochen. Das ist nicht Wissenschaft, das ist Anton Hofreiter jetzt. Und natürlich, ja, ich finde es richtig, dass Menschen Meinungen haben, die sich auf der, also die Bilder aus der Ukraine sind ja unerträglich. Und natürlich will man mehr. In dem Fall stehe ich in der Verantwortung, den Worten dann auch Taten folgen zu lassen. Und dann muss man eben auch sofort handeln. Und deswegen muss ich allen meinen Worten die Überlegung und die Rationalität und das Abwägen vorschalten. Und das, was die Aussagen von Anton Hofreiter und von anderen Leuten wahrscheinlich begründet, wir kommen ja wahrscheinlich gleich dazu, nämlich die ökonomische Analyse, dass das Unterbleiben von etwa 30-40% der deutschen, ja, wahrscheinlich sind es 40-50% der deutschen Energie, aufgefangen werden kann, beruht auf Marktannahmen. Also Modellen, die sagen, wie passen sich denn in Krisen Energieflüsse an? Nur über die Krise, über die wir reden, gibt es überhaupt gar kein Modell. Und während auf der einen Seite makroökonomische Simulationen ablaufen, die ich durchaus wertvoll finde, sind wir auf der anderen Seite dabei, die Physik und die Technik zu verstehen und zu organisieren. Auf der einen Seite versucht man also die Corona-Pandemie, wenn ich so reden darf, zu übertragen auf das Unterbleiben von Erdgaslieferungen. Wir zählen LKWs, um Öl von Osten nach Westen, von Westen nach Osten zu bekommen. Wir suchen, ob es noch Züge gibt, die Öl transportieren können, wenn im Osten das Öl fehlt. Und Wunder was, so viele gibt es gar nicht mehr. Wir versuchen, wenn auf der einen Seite gesagt wird, dann passt sich halt der Gasmarkt an, sehen wir, dass es überhaupt nicht die Schiffe gibt, um das Gas nach Europa zu bringen. Und wenn die Schiffe nach Europa kämen, dass Deutschland keine Terminals hat, das Gas aufzunehmen. Und dass die Terminalleitungen aus den Niederlanden, aus Frankreich und aus Belgien nicht reichen, bei einem normalen Verbrauch die Speicher so voll zu haben, dass wir im Winter sicher sind. Selbst wenn das so wäre, sehen wir auf einmal, dass die Versorgung der europäischen Nachbarn, die über Russland geht, dann möglicherweise gestört wird. So trifft also die abstrakte Annahme, wie es gehen könnte, auf eine sehr konkrete Wirklichkeit. Das Ausspeisen, der Druck in den Leitungen, die Qualität von Erdöl, die ebenfalls raffiniert werden muss, die Verfügbarkeit von Transportmitteln, all das steht dem entgegen. Und dann komme ich zu einem anderen Schluss. Wenn man die Physik, die schiere Physik steht den makroökonomischen Modellen im Weg. Frau Pittel, Sie sehen das anders. Sie sind im Grunde gemeinsam mit Rüdiger Bachmann, den wir gestern hier in der Sendung hatten, und der sehr leidenschaftlich dafür plädiert hat, endlich raus, sagt, wir müssen das beenden und wir haben auch die Pflicht, aus dieser russischen Energiepolitik rauszugehen. Sie sagen, so schlimm würde das gar nicht werden. Nach unseren Modellen würde das funktionieren. Jetzt haben Sie natürlich im Hinterkopf, dass Olaf Scholz dieser Tage sagte, da haben irgendwelche Ökonomen irgendwelche Modelle zusammengerechnet. Was er eigentlich insinuierte war, diese Leute haben gar keine Ahnung oder es waren die falschen Experten. Er meinte damit auch Sie. Wie sind das bei Ihnen angekommen und warum haben Sie so gerechnet, wie Sie gerechnet haben? Ja, ich meine, es kommt natürlich nicht gut an, das ist völlig klar. Ich meine, es geht natürlich uns allen so. Ich meine, es ist interessant, dass im Prinzip diese Modelle schon geschätzt werden, wenn es um Konjunkturprognosen etc. geht. Aber man muss natürlich auch sagen, und das hat der Habeck gerade richtig auch gesagt, geschätzt es ist eine ganz andere, also die Politik wertgeschätzt mag, werden. Genau, die werden genau wertgeschätzt, aber jetzt nicht, weil es nicht ins Bild passt. Es ist auch eine ganz andere Skala, das okay, muss man schon sagen. Also es ist nicht jetzt eine normale Konjunkturschwankung, sondern hier geht es wirklich um einen massiven Schock. Man muss natürlich auch sagen, wir sind ja nicht die Einzigen, die uns sich das vorgenommen haben und sich das angeschaut haben. Und wir sind eigentlich schon fast eher am unteren Ende, also im Sinne von negativem Spektrum. Andere finden wesentlich positivere Effekte. Eine Studie ist noch ein bisschen unter unserer. Und ich würde auch nie behaupten, dass wenn wir sagen 3%, dass es nicht 1 oder 5% sein kann. Also ich glaube, das muss man einfach auch sagen. So genau sind diese... Gut, aber bei Corona, was war der Verlust an Wirtschaftskraft bei Corona? Ungefähr 5%? Ungefähr 4,5% ging das BIP runter. Na, man muss jetzt natürlich auch sagen... Das Bruttoinlandsprodukt, das berühmte, das danke. BIP. Ja. Das BIP, genau. Was man jetzt ausrechnet, sind im Prinzip sogenannte, hat der Sachverständige gerade gestern so bezeichnet, Abschläge
Also auf sozusagen die prognostizierten Wachstumsraten. Das heißt, wenn ich vorher prognostiziere 3%, minus 3 sind wir bei 0. Minus 6 sind wir bei minus 3. Ja. Also es ist im Prinzip noch nicht in dem Dimension wie Corona, aber es kann durchaus dahin kommen, weil es gibt natürlich gewisse physikalische Zusammenhänge, die wir nicht mit reinkriegen. Das war ja eindrucksvoll, das gerade mal zu hören. Das ist absolut richtig. Aber wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, wo ein Wille ist, da wird dann häufig eben doch ein Weg gefunden. Und ich war heute in Brüssel, das fand ich ganz interessant. Da hatten wir auch einen Energiemarktexperten dabei, der sich eben sehr gut auch mit den technischen Details auskennt. Also mit der Physik sozusagen. Mit der Physik. Und der im Prinzip aber auch sagte, gewisse Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, Engpass, Spanien, Frankreich. Also von da aus gibt es einfach nicht die Leitungen, um dieses schöne LNG, was in Spanien angelandet wird, in den Mengen, in die wir es bräuchten, bis zu uns zu bringen. Ich meine, wenn man quasi, also ich will das Wort ja eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber Kriegswirtschaft betreiben würde und da wirklich sagt, jetzt wird das Ding gebaut, wir schmeißen alles darauf, um diese Pipeline zu bauen, dann geht vieles eben dann doch schneller. Okay. Also ich glaube, das heißt, wir könnten von Spanien über Frankreich... Seine Aussage. Ja, ne? Also bitte. Das ist jetzt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das im Prinzip, dass er sagt, in mehreren Monaten, nicht von heute auf morgen. Aber der Punkt ist natürlich, das kostet auch Geld. Und es ist natürlich schon eine erhebliche logistische Leistung. Das muss man dann auch schon sagen. Und es wird nicht überall gehen. Aber das ist immer noch ein großer Unterschied zwischen minus 3% und der Massenarbeitslosigkeit. Und es sind mehrere Monate, wendet Herr Habeck gerade ein, ist richtig? Genau, also man muss wirklich mal sich einfach nur überlegen, was würde passieren. Und das ist eine spannende Überlegung. Wenn wir jetzt morgen vor dem Embargo stehen würden, vielleicht haben wir ja gar nicht die Wahl. Vielleicht sagt ja tatsächlich Putin... Exakt, das kann ja die andere Seite sein, hat ja Brücker gerade auch... Genau, also ich meine, wenn wir die Wahl haben, dann muss man sich eben überlegen, machen wir von 100 auf 0 oder versuchen wir auch andere quasi Zwischenlösungen. Da wird ja viel diskutiert. Also das muss man auch sagen. Es ist ultimativ eine politische Entscheidung. Das Einzige, was Ökonomen machen können, ist im Prinzip zu sagen, hier, wir sehen nicht, dass es tatsächlich zu Massenarbeitslosigkeit kommt, dass es tatsächlich eine Deindustrialisierung Deutschlands nach sich ziehen würde. Nein, das sehe ich nicht. Dazu gibt es auch keine Massenarbeitslosigkeit? Nein. Bei 3, 4, 5% Verlust von... Haben wir jetzt eine Massenarbeitslosigkeit? Naja, wir überwinden sie oder überbrücken sie natürlich durch Kurzarbeit. Wir brauchen auch dann... Mit Sicherheit Kurzarbeit. Also wir brauchen schon staatliche Maßnahmen, die im Prinzip auch diese Zeit überbrücken helfen. Das ist völlig richtig. Aber ich meine, die spannende Frage ist wirklich, was würde passieren? Und ich glaube, da ist die Bundesregierung, habe ich jedenfalls den Eindruck von außen, wirklich dabei, alles zu versuchen, sich vorzubereiten, was kann passieren. Das haben wir ja auch gerade gehört. Aber wenn jetzt tatsächlich es einbrechen sollte, von heute auf morgen auf null, muss man sagen, wir sind nicht mehr bei 55%, die wir importieren aus Russland an Gas. Wir sind ungefähr nach letzten Schätzungen bei 40%. Wir importieren momentan fast 50% mehr LNG, also Flüssiggas, nach Europa als aus Russland. Das heißt, da ist schon einiges nach unten gegangen. Die Norweger liefern mehr. Herr Habeck war ja sehr viel unterwegs in den letzten Wochen. Auf eine Station kommen wir auch gleich noch. Genau, also manches kann man mehr, manches kann man weniger. Aber das ist insgesamt natürlich beschränkt. Dann haben wir ein bisschen noch in den Speichern. Damit können wir uns über ein paar Wochen rüber retten. Und die Wochen müssen wir im Prinzip nutzen, dann so viel wie möglich einzusparen und umzustellen. Dass man tatsächlich zum Beispiel im Strom so weit wie möglich, 100% wird es nicht gehen, aus Erdgas zum Beispiel in Kohle geht. Und Sie auch überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Ukraine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine gesamteuropäische Leistung ist, tatsächlich dort den Strom zu stabilisieren, dass man das auch auf europäischer Ebene dann koordiniert. Und nicht immer, also dass wir nicht versuchen, immer in Deutschland oder Italien oder Frankreich die Dinge zu lösen, sondern wirklich darüber hinausgeht. Herr Habeck, da stehen jetzt zwei Dinge komplett diametral gegenüber. Frau Pittel sagt, Massenarbeitslosigkeit sehen wir nicht. Sie haben den Begriff Massenarbeitslosigkeit oder Hunderttausende Arbeitsplätze, so haben Sie sich ausgedrückt, haben Sie in letzter Zeit relativ häufig und sehr offensiv in den Mund genommen, um die Dramatik der Situation klarzumachen und die Leute sozusagen zu sensibilisieren für das, was da kommen könnte. Warum glauben Sie, dass es zu Massenarbeitslosigkeit kommt? Können Sie diese Kaskade, diese Kette, die Ihrer Meinung nach ausgelöst wird, in dem Moment, wo kein russisches Gas mehr fließt, Lükex 18 ist als Szenario das Stichwort, können Sie das bitte mal erläutern? Es wird, glaube ich, alle interessieren. Ich würde gerne einmal kurz sagen, warum die Analysen sonst sehr gewertschätzt werden bei den Konjunkturprognosen und jetzt auf eine gewisse Skepsis treffen, meinerseits jedenfalls. Die sonst im Normalmodus operierenden Analysen
beziehen sich ja auf Erfahrung. Und dann nimmt man die Abweichung und dann werden sie immer treffgenauer und treffgenauer, weil sie immer quasi sich aufbauend auf den Vorjahren weiterentwickeln können. Und so sind sie dann, das muss man einfach bewundern feststellen, sehr präzise über die Jahre geworden. Jetzt reden wir über ein Szenario, von dem wir gar keine Erfahrung haben. Und zwar gar keine. Selbst die Ölkrise der 70er Jahre oder andere Energieschocks in anderen Teilen der Welt sind bei jedenfalls bestimmten Annahmen, und wir reden jetzt ja von der Annahme, dass wir keine fossilen Importe mehr aus Russland haben, nicht vergleichbar. Nicht in einem Industrieland wie in Deutschland. Und deswegen können die Analysen und die Vorhersage, dass es 3 oder 5 oder 1% und das ist natürlich jetzt schon, also ich meine, in normalen Zeiten würde ich sagen, na, vielen Dank für diese Wirtschaftswissenschaft, die sagt, es könnte 1 oder 5 sein, da gehe ich mal, dann verlasse ich den Raum. Ja, also dann würde ich sagen, so eine Wirtschaftswissenschaft, die braucht kein Mensch. Aber in dieser, das zeigt ja, wie groß die Unsicherheit ist, und ich akzeptiere das und sage, okay, dann ist die Prognose eben 3. Wobei, dann sind wir schon bei einer schrumpfenden Wirtschaft. Wir sind jetzt ja nicht mehr, bei diesen hohen Wachstumszahlen. Aber das, also das ist eine Rezession, die vorhergesagt wird. So, zweiter Unterschied zu Corona, da waren in erster Linie Dienstleistungen, die geschlossen wurden. Also Friseurbetriebe, Restaurants, Veranstaltungen und so weiter. Wir können uns gut daran erinnern, wir leben ja noch teilweise in dieser Welt drin. Jetzt reden wir vor allem von der Grundstoffindustrie. Das heißt, wenn wir die chemischen Produkte nicht mehr herstellen können, haben wir ganz am Anfang der industriellen Kette den Verlust. Alles, was danach kommt, alles, was danach produziert wird, findet dann nicht mehr statt. Überall da, wo Kunststoffe verbaut sind, überall da, wo Düngemittel eingesetzt werden, wird die Produktion in der Folge leiden. Ein völlig anderes Szenario. Das kann man auffangen. Natürlich, das wurde ja auch gerade gesagt, die Arbeitslosigkeit kann man natürlich stützen. Wir haben Hartz IV, wir können Kurzarbeit machen, aber die Arbeit ist dann trotzdem weg. Also, ob man sagt, Arbeitslosigkeit wird dann entstehen, Massenarbeitslosigkeit entstehen, oder man sagt, Massenarbeitslosigkeit wird entstehen, aber wir bezahlen die Leute, obwohl sie nicht arbeiten, ist ja das Gleiche. So, die Frage ist nur, was passiert dann in der Industrie? Und das ist dann eigentlich der nächste Schritt, und davon hängt dann eben vieles ab. Wenn das um 14 Tage gehen würde, würde ich sagen, okay, das ist fair enough. 14 Tage Verzicht, 14 Tage keine Arbeit, 14 Tage unterbrochene Lieferketten und dann ist der Krieg zu Ende, Putin zieht sich zurück und wir fangen wieder von vorne an. Das werden wir wieder überstehen können. Aber bisher hat die russische Armee ziemlich lange durchgehalten in den Kriegen der letzten Jahre. Wer sagt, dass es 14 Tage nur dauert? Und der Verweis auf die Pipeline in Spanien ist natürlich ganz treffend. Monate wäre schon sehr schnell. Ich kann sagen, dass die Pipeline, die in Brunsbüttel gebaut wird, das sind 60 Kilometer, die spanisch-französische Pipeline dürfte einige 100 Kilometer ausmachen, wenn nicht mehr. Die dauert eigentlich im Bau, und das heißt nur der Bau, nicht die Planungszeit, 1,5 Jahre. Ich wäre überrascht, wenn es auf einmal schneller gehen würde, aber sagen wir mal nur, um das Argument zuzulassen, es dauert nur wenige Monate, und wie alle Pipelines schaffen wir in wenigen Monaten oder in einem Jahr. Das wäre ja für Europa Weltrekord, wenn das überhaupt gelingen würde. Trotzdem ist es eher wahrscheinlich, dass dann bestimmte Industrien gar nicht mehr am Standort sind. Die sind dann einfach weg, weil die dann sagen, dann verlassen wir Europa, das uns eben nicht weiter unterstützt, dann machen wir unsere Dinger eben in Asien weiter. Diese Tendenz gibt es sowieso. Dort sind die Lohnstückkosten niedriger, dort ist das LNG vorhanden. Wenn das passiert, kommen die auch nicht wieder. Und das bringt mich zu der Analyse, neben der konkreten Versorgungsnotlage Lükex 18 haben Sie angesprochen, dass die Entscheidung, das zu tun, die unbedachte Entscheidung oder die unvorbereitete Entscheidung, so muss ich ja reden, das zu tun, Folgen hat, die weit über die normalen Prognosen der Wirtschaftswissenschaft hinausgehen. Die können gar nicht erfasst werden. Wenn es anders kommt, okay, dann ist es besser gelaufen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter kommt, als alle Prognosen es vorhersehen, sind aus meiner Sicht deutlich, deutlich höher, weil die schiere Physik, die Bauzeiten für die Rohre, die noch nicht gefertigt sind, die Schiffe, die noch nicht da sind, das LNG, das nicht gefördert ist, das nicht bestellt ist, der Transport des LNGs in Teile, die bisher nur von Osten versorgt wurden, wo ebenfalls die Rohre nicht da sind, zu wenig LNG, das den Druck in den Pipelines vielleicht nicht hoch genug halten lässt, sodass das LNG vielleicht da ist, aber der Fluss gar nicht mehr da ist. Das verhindert ein sicheres Szenario. Und da bin ich quasi per Amtseid daran gebunden, nicht zu zocken mit dem Wohlstand dieses Landes oder mit der industriellen Substanz dieses Landes.
Wenn Putin morgen das Ding abstellt, haben wir genau das. Ja, das verstehe ich auch nicht, Herr Habeck. Ja, das ist eine andere Situation. Das ist ja, komplett das Gegenteil. Wenn er es abstellt, darauf bereiten wir uns vor, so gut es geht. Und wenn wir so weit sind und wir schrittweise, Sie haben es angesprochen, nähern wir uns ja einem Szenario an, wo wir Ende des Jahres und zum Sommer schon uns deutlich unabhängig gemacht haben von russischen fossilen Energien. Also wir kämpfen ja darum, wir arbeiten jeden Tag wie Tier daran, das hinzubekommen. Wenn Putin es tut, werden wir mit der Situation umgehen. Aber dann ist es seine Verantwortung. Dann rückt das Land zusammen. Dann werden wir den Druck aushalten. Und dann werden wir auch, dann werden wir die Lösung finden in irgendeiner Form. Aber es ist etwas, dann hat er die Verantwortung. Und diese Verantwortung selber auszulösen bei einem Szenario, das wahrscheinlich, auch wenn Putin es macht, gravierend, genauso gravierend, wie ich es gesagt würde zu sagen, ist doch völlig was anderes. Herr Brücker, Frau Sasse und dann Frau Pickel. Herr Beck, Sie haben gerade bei der Ökonomin gesagt, wenn eine Ökonomin kommt, die zwischen 1 und 5% mir gibt, dann gehe ich aus dem Raum. Wenn ein Bundeswirtschaftsminister sagt, wenn Putin den Gashahn abdreht, dann werden wir eine Lösung finden, ist mir dann ehrlicherweise auch zu wenig. Es gibt ja nicht den Vergleich zur Pandemie, der ist wirklich falsch, da bin ich bei Ihnen. Aber es gab eine Finanzkrise 2009. Wir hatten -4,9, -4,5% Rezession. Wir hatten einen 500-Milliarden-Rettungsschirm für systemrelevante Unternehmen. All das können wir jetzt entwickeln, diskutieren. Wir können Gaskraftwerke abschalten, die nicht für die Prozesswärme relevant sind, sondern für den Strom. Wir könnten den großen Gasgipfel mit den energieintensiven Unternehmen machen, mit BASF, mit Evonik, die selbstständig ja Vorschläge machen, wie man einem möglichen politisch diktierten Triage zuvorkommt durch Einsparmaßnahmen. Wir könnten ja auch proaktiv jetzt schon was tun, Vorschläge auf den Tisch legen, falls Putin kommt und nicht sagen, ja, dann gehen wir mit der Situation um. Wir haben das in der Finanzkrise gekonnt, ein Schutzschirm zu bauen für diese Industrie. Und die Grundstoffindustrie, ich bin ja bei Ihnen, das ist der Nukleus einer industrialisierten Wirtschaft. Das war immer schon so, seit dem 19. Jahrhundert. Aber auch die haben Vorschläge auf dem Tisch. Ich wundere mich, warum Sie die nicht einladen zu dem großen Gipfel in Berlin. Und dann wird diskutiert, was machen wir, falls er morgen das Ding abschaltet. Weil dann haben wir eben nicht diese 6 Monate bis zum Herbst. Einmal Frau Sasse, die, glaube ich, wollte, und dann Frau Pittler. Herr Brücker. Ganz kurz, Sie dürfen sofort antworten, Herr Habeck, bitte. Genau, ich wollte am Ende Ihrer Argumentation anfangen. Und Sie haben gerade gesagt, wenn Putin die Entscheidung trifft, dann trägt er die Verantwortung, weil wir tragen natürlich auch schon eine vor dieser Entscheidung. Und dann werden wir zusammenstehen, dann wird die Gesellschaft zusammenstehen. Und dieser Punkt ist ja genau einer, der kann weder von der Technik oder der Physik vorhergesagt werden, noch von makroökonomischen Berechnungen. Das heißt, das ist ja der Faktor. Dann das würden ist wir Politik, darauf, ne? Dann würden wir, ja, das ist Gesellschaft und Politik. Genau. Und das können wir schwer vorhersehbar, das ist nicht vorhersehbar. Aber die Logik erschließt sich nicht, warum das in einem Fall so sein sollte und im anderen nicht. Selbst wenn Putin den Gashahn zudreht, kann die Gesellschaft trotzdem anders darauf reagieren. Und die sozialen oder politischen Risiken gäbe es dann auch. Das heißt, also das ist, glaube ich, nicht das Kriterium. Und ich muss noch mal eine grundsätzliche Sache kurz loswerden. Ich bin keine Ökonomin, aber ich finde den Diskurs in den letzten Tagen über die Rolle von Wissenschaft in Krisensituationen bedenklich. Und eigentlich, Herr Habeck, bemühen Sie sich ja gerade immer besonders auch um die Kommunikation und zu erklären, warum welche Schritte gegangen werden, was ich sehr gut finde. Und welche Entscheidungen, klare Entscheidungen, wie Sie sagen, getroffen werden müssen. Aber jetzt zu sagen, da hat mal jemand was gerechnet und es kommen verschiedene Dinge dabei raus. Sie spielen auf den Satz von Olaf Scholz an. Ja, und es klang jetzt eben ja auch etwas an. Und dann kann ich den Wirtschaftswissenschaften da nicht vertrauen, wenn die Bandbreite größer ist. Aber das muss sie ja sein, weil wir in so einer Situation noch nicht waren. Und es werden, es ist ja gut, dass verschiedene auch Modelle angewandt werden. Und es gibt dann nicht, wie Sie eben auch gesagt haben, einen exakten Wert. Aber das kann ja die Wissenschaft auch gar nicht leisten. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Aber es gibt einen Korridor, die Bandbreite und damit auch einen Handlungsspielraum. Und ich finde es also sehr wichtig, nicht jetzt Technik, Physik gegen, Physik ist auch Wissenschaft, aber gegen andere Wissenschaft, die man auch braucht in einer Krise, um vorausschauend Handlungsspielräume auch zu sehen und auch zu machen, gegeneinander auszuspielen. Und wir haben das eigentlich, dachte ich, in der Corona-Krise gelernt, aber da ging es um Naturwissenschaften. Vielleicht ist die Logik ein bisschen andere. Und das finde ich aber befremdlich. Und ich glaube, gerade um Kommunikation geht es auch in so einer Krise. Und da gehört das auf jeden Fall mit dazu, dass wir immer sagen, auf welchen Annahmen, wie Sie das gerade auch getan haben, auf welchen Annahmen beruht ein Modell. Mhm. Und das eine Modell macht andere Annahmen, zum Beispiel über die Elastizität von, wie sich eine Wirtschaft anpassen kann. Genau. Dann gibt es andere Annahmen und deshalb kommen auch verschiedene Ergebnisse dabei raus. Aber im Endeffekt ist dann auch immer noch zu sagen, was eben
eben dann nicht in diesen Modellen drin ist. Und das ist ja genau der Punkt, wo darüber dann die politische Entscheidung getroffen werden muss. Frau Pittel kurz und dann Herr Habeck. Ja, ich wollte nur ein paar kleine Punkte, wirklich kleine. 1 bis 5% muss ich sagen, das ist ein breiter Korridor, aber es ist nicht minus 30 oder minus 40. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das Zweite ist, diese schöne Pipeline in Spanien, das war wirklich heute gehört, wiedergegeben, kann totaler Unsinn sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir auch in Deutschland schneller bauen könnten, wenn wir wollen. Das Dritte ist, in Asien sind die Gaspreise nicht gerade niedrig. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Da kann man zwar auch mehr LNG noch dazu kaufen. Vieles ist über langfristige Verträge gebunden. Aber wenn man mehr Flüssiggas haben möchte, dann geht es dahin, wo mehr gezahlt wird. Und das heißt auch, im Gegensatz zu den USA, sind die Gaspreise in Asien eben dann auch sehr hoch. Und der vierte Punkt wäre noch, klar, die Gefahr ist da, dass wenn ich ein paar Monate aus dem Markt raus bin als Unternehmen und im Prinzip, es ist ja nicht so, wenn die Grundstoffindustrie nicht mehr produziert, dass wir gar nicht mehr diese Stoffe haben. Die können wir eben auch importieren. Aber es gibt natürlich auch da Prozesse, die möglicherweise nicht mehr in den Markt kommen. Und das Zweite, was ich eigentlich nicht noch mal in den Markt kommen heißt, ja, da wandern Unternehmen ab, sind, Dinge, die kommen nicht mehr zurück. Könnte sein, ja, kann so, sein. Gut, aber dass allein, man im Prinzip dann Verträge, also allein, es ist immer, wenn Politik hört, es könnte sein. Und ich wäre jetzt in politischer Verantwortung und würde sagen, okay, das Risiko gehe ich dann aber. Aber das ist immer die Frage, welchen Anteil der Wirtschaft sprechen wir hier? Ja. Also das ist ja nicht ganz unerheblich. Und ich meine, was aus jetzt grünen Perspektive, glaube ich, auch noch mal ganz interessant ist, ist, es gibt ja durchaus auch Prozesse, zum Beispiel in der Chemie, in der Glasherstellung, wo wenn ein paar Anlagen ein paar Tage nicht mehr laufen, die dann auch nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Und das ist jetzt natürlich, das bringt tatsächlich aus meiner Sicht ein gewisses Dilemma mit sich, weil wenn die Krise denn dann mal vorbei ist, baut man dann diese Anlagen wieder auf, mit dem Bewusstsein, dass das Technologien sind, die ich wahrscheinlich in 10 Jahren aufgrund der Dekarbonisierung und der Umstellung auf grünen Wasserstoff etc. verschrotten kann. Also da wird es dann wirklich noch mal interessant. Und ich glaube, darüber macht sich momentan auch noch keiner wirklich Gedanken. Aber das ist jetzt auch nicht das Massenproblem. Genau. Herr Habeck, einmal kurz antworten, ansonsten würde ich direkt weiter zum nächsten Thema. Ja, ich wollte eigentlich nur auf Herrn Brücker antworten. Ich wollte nur auf Herrn Brücker antworten, dass wir natürlich das genau das tun, und zwar nicht erst seit gestern. Nur machen wir eben nicht einen großen Kongress für The Pioneer, sondern solche Szenarien muss man ja in einem vertrauten Raum bereden. Und genau das passiert sowohl mit den Energieversorgern wie mit den industriellen Abnehmern. Sowohl für die Einsparpotenziale, wie die Versorgungssicherheit, wie die für die Alternativen. Aber Sie werden uns das nachsehen, dass je weniger darüber geredet und geschrieben wird, desto besser ist das.